Hallihallo, willkommen zurück zum Let's Tech mit dem Dark Vampir. Wer ist das? Der da mir gegenüber. Ah, Quatsch, erzähl mir so eine Scheiße, hör lieber auf deine innere Stimme. Wo kommt denn gerade die Stimme her? Ja, und mir natürlich. So, jetzt bauen wir hier weiter und ich überlege mir gerade was. Genau, wir bauen weiter. Wir bauen Protos, wir machen aber Scheiße. Ja, wollte ich jetzt so direkt nicht sagen. Ja, ach so, stimmt ja, wir sind ja ein jugendfreies Let's Play. Echt? Nee. Ach so, ich lüge nur. Ja. Also lass ruhig deine ganze Wut raus. Dann ist ja gut. So, da kommt natürlich weißer Boden rein und so. Weißer Boden? Ja, weiß. Wie sich das anhört. Ich wollte gerade sagen, weiße Spuren im Sand, aber nein. Weiße Spuren im Sand? Ja. Abgeleitet von deine Spuren im Sand, die ich früher dort fand. Ja, auch mit dem Scheiß, das kommt nicht gut rüber. Das sagt mir gerade der Richtige. So. Wie mache ich Achtung, das? Achtung, hier spricht die Regie. Protos 1, unterlassen Sie das. Ja, wir haben ja feste Regie, ne? Nicht wahr, Protos? Aha. Protos darf nur das machen, was ihm gesagt wird. So. Das wird dann das. Das muss ich dann hier machen. Und das da. Na, wie geht's denn der weißen Spur im Sand? Ja, soweit ganz gut. Du bist so doof. Ich kann dir auch eine gelbe Spur im Schnee machen, wenn du willst. Nee, danke. Nee, danke. Welcher Schnee? Der im Winter hier fällt. Welcher Winter? Hier wird nie Winter sein. Ach so, naja, hier in Minecraft vielleicht nicht, aber so vor deiner Haustür und so. Kommst du mich erstmal besuchen? Komm du erstmal zu mir nach Hause, dann können wir weiterreden. Hätte ich das mal jetzt lieber nicht gesagt. Ja, ich überlege gerade, will ich das überhaupt? Morgen steht er dann vor meiner Haustür. So, nee, warte, jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Na, dann machen wir nicht das. Wahr? Machen wir das so. Ja, komm, jetzt hör erstmal auf zu lügen, was du hier schon wieder für einen Scheiß erzählst. Nee, wirklich. So. Was wäre dieses Let's Play nur ohne dich? Eins ohne mich. Ja, du wieder mit deinen geistreichen Kommentaren. Wieso? Ist doch Logik. Logik sitzt bei mir im Keller und weint jeden Tag aufs Neue. Echt? Mhm. Warum macht er das denn? Puh, frag mich das doch nicht. So, dann das lassen wir jetzt erstmal so. Beziehungsweise, da setzen wir vorsichtshalber wieder was rein. So, dann kommt der dahin. Der dahin und da muss der hin. Genau. So. Haben wir von dem Zeug noch was? Ich glaube ja. Ach ja, genug. Mehr als genug. So. Gerade überlegen, ob ich das jetzt überhaupt richtig mache. Ne? So, da kommt das hin. Da das. Bist du in deiner eigenen Sicherheit? Du arbeitest ja am offenen Fenster noch. Ja. Ich merk's schon, wenn es zischt. So.
Genau, das ist ja, wenn du es merkst. Wir machen das Ganze was kleiner, stelle ich gerade fest. Mal von außen gucken, wie es dir gefällt. Sekunde. Oh, los, komm, mach ihn jetzt. Oh, du bist gerade wieder so leise. So. Schneller. Von außen gucken. Protos 1, bitte zur Haupteingang. Protos 1, bitte. So, ich kann hier reinklettern, aber da kommt bestimmt noch Glas hin, ne? Ja. Protos 1, bitte zum Hauseingang. Protos 1, bitte. Ach, zum Hauseingang. Ich war gerade von hinten aus gucken. Ja, sieht doch hübsch aus. Hat was, oder? Ja. Und wer hat's gemacht? Der Dark. Kuschel, den du kennst, oder? Ja. Kennt euch kein Schwein. Aber wirklich mal ehrlich, wer kannte mich, bevor er Protos gesehen hat? Kein Schwein. Nee, weil ja Schweine auch nicht YouTube gucken. Das sagst du. Was denkst du, was meine Tante den Schweinen gibt? Die haben einen Flachbildfernseher in der Bude. So. Dann muss jeden hier... Abend gucken die dann Gronkh. Aha. Ich meine der Protos App. Dahin. Und hier. Dahin. So, die Bude oben ist auch eingerichtet. So. Oh, hier schießt jemand auf mich. Hallo, Skletti. Und tschüss, Skletti. So, hier ziehe ich mal eine Holzwand hin. Weil es thematisch besser passt. So. Oh, jetzt habe ich einen Pfeil in der Wand, aber egal. Soll mich erstmal nicht stören. So. Da und da. Eldicate doch. So. Jetzt haben wir da zwar ein bisschen hohle Wand hinter, aber das ist auch erstmal egal. So, da muss natürlich noch Holz rein. Und haben wir überhaupt noch Holz? Siehst du, was ich weiß, ist, dass ich momentan auf der Suche nach Schafen bin. Und dass du schon wieder nicht ins Mikro sprichst. Und ich muss eben mal Takt cheaten, ich will ja nicht von dir gefressen werden. Aber wenn ich mich nicht irre, waren da hinten schon Schafe. Glaube ich zumindest. Dann kann ich mir ja noch schnell einen Baum holen, wenn du schon Tag gemacht hast. Jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Mein Sohnemann kommt von hinten angeschlichen und tippt mir auf die Schulter. Hab ich mich jetzt verjagt? So. Hier sind gar keine Dings mehr, Schafe. Du weißt doch, dass wo wir vorhin lang gekommen sind, da waren Schafe noch. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Und die sind alle weg? Was ist denn das für eine Scheiße? Hast du wahrscheinlich mit diesem Mod da weggemacht. Ob ich die neu spawnen darf? Also ich meine, sieht's ja hier die Löcher, die ja gerade waren. Hier beispielsweise ist auch eins. Das beweist ja, dass hier Schafe waren. Dann werde ich nämlich mal eben hier in... So. Jetzt machen wir mal ein bisschen Licht hier. So und so. Na, das machen wir dann doch erstmal weg da. Das passt irgendwie thematisch. Nehmen wir mal so und so. So. Gut, zwei. Ja, meine. So. Hab ich noch wieder ein paar Schafe. Eine Holztreppe. Huch! Boah, hat mich der Creeper gerade erschreckt. Heute wollen sie mich aber auch alle foppen hier, ne? Erst der Sohnemann, jetzt der Creeper. Dann kommt der Dark. Ja.
Würde mich nicht wundern, wenn er dann der Nächste wäre. So. So, ich habe jetzt 25 Wolle, das muss reichen. So, Protoss, wir können jetzt genug Betten machen. Schön. So. Das machen wir dann so und so. Und so und so. 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 Schick, schick. Gut. Setzen wir so. Unten erstmal eine rein. Dann laufe ich mal hier wieder durch das Basaltgebiet. Dann laufe ich mal wieder durch das Basaltgebiet. Ja. So, das mit der ewigen Lava. Und angeblich für die Leute, die sich mit Tekkit auskennen, soll der Vulkan auch ausbrechen können. Ich bitte euch mal, das in die Kommentare zu schreiben, denn ich glaube das eigentlich nicht. So. Ja, also, mir hat das jemand ins Ohr geflüstert, aber wie gesagt... Wer war denn das? Ja, der Tom war das. So. Oh. Oh. Das habe ich gehört. Ist nur ein Loch. Na dann. Im Berg, also von daher. Kann man später mal was reinbauen, Creeper-Falle oder sowas. Mahlzeit. Mahlzeit. Du bist halt, oh ja, so blöd. Warum? Du hast angefangen, Mahlzeit zu sagen. Und wer hat zurückgesagt? Ja, ich. Hast du noch Holz? Nee, ich habe gerade das letzte helle Holz vor allem verbaut. Was? Jetzt reicht's mir langsam mit dir. Nie hast du Holz vor der Hütte. Nee. Bin nicht zu männlich für, um Holz vor der Hütte zu haben. Wir feuern ja auch nur mit Holz. So. Gut. Übrigens wohnt Protoss in einem ganz großen Haus. Echt? Nicht wahr? Ja. Naja, was heißt echt ganz groß? Normal groß. Das ist sein Haus ist einfach nur so ein Teil mit so einem kleinen Raum drin. Genau, genau. Einmal ein Quadratmeter, das langt doch vollkommen. Wer braucht schon mehr? So. So. Huch. Hier ist ja Höhle. Interessiert mich gerade nicht. So. Ja, machen wir es mal so und so und so und so. Oh, den Apfel nehmen wir uns aber. Haben wir immerhin schon drei. Da könnte ich schon bald wieder satt von werden. So. Dann machen wir noch ein paar Kisten. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie viel ich brauche. Habe ich mir nämlich nicht gemerkt. Egal. Eins. Also ich glaube, vier sind es mindestens. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Ah, zwei brauchen wir dann noch. Okay. So. Zwei, 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 zwei. Wenn du willst, kannst du dann mal unser Schlafzimmer joinen. Ja, werde ich tun und du darfst dafür dann, genau, hier mal die Kiste. Hab ich ja schon alles gesehen. Achso. Ich will dich mal rufen. Hast du also. Ein Creeper im Flur. Achso, der ist eingerahmt. Na gut. Und geast's. Ja, nett. Betten. Und Betten. Hey. Habe ich fein gemacht? Hast du toll gemacht. Weiß ich. Ja. Hab ja auch ich gemacht. Ja.
dass du auch immer nach Bestätigung fragen musst. Ist ja... Naja, gut. Ich sowieso. Hm. Was hast du gerade gesagt? So. Weißt du, was das hier ist? Diese kleine was? Nische, wo kein, eine Kiste drin steht. Die kann man dort reinwerfen, denke ich mal. Genau, das wird dann der spätere Schacht zum Klamotten reinwerfen in die Sortieranlage dann. Aber wie gesagt, das wird dann nach und nach irgendwann gebaut. Zumal wir dafür auch Diamanten brauchen, die wir natürlich nicht haben. Genau. Das finde ich schon wieder doof hier. Warum? Weil ich hätte hier noch ein... Naja, kann man reinfallen. Ja, noch ist, fällt man nicht tief. Und was man da später noch davor macht, weiß ich nicht. Da kann man ja hier mit diesen geschnibbelten Blöcken hier so eine... Nein, mit den geschnibbelten Blöcken machst du hier vorne eine Brüstung vor. Hau den Klotz da raus, das sieht hässlich aus. Das war doch nur ein Test. Wenn wir eine Säge haben, schnibbeln wir hier so einen kleinen Block davor, dann machen wir hier so ein ganz dünnes Ding hin. Wo willst du denn schnibbeln? An der Werkbank schnibbeln. Ein Block schnibbeln. Wo du denn da hinmachen willst dann? Ja, hier vor, dass man dann gegenläuft quasi und dann schmeißt du über den Block drüber, so als wenn es ein Eisengitter wäre oder so. Du verstehst? Ich weiß es die ganze Zeit, aber ich wollte nur, dass du in dieses Loch gehst und ich dich dann einbauen kann. Auch. Ja. Hat nicht geklappt. Nee. Wenn ich so bist. Bin ich zu intelligent für. So. Gut. Ich würde sagen, du hast eine Schlucht gesehen, ne? Ich würde sagen, die werden wir langsam besuchen müssen. What? Wenn wir denn ein paar Ressourcen noch so haben möchten und so. Ja, ich kann dich mal hinführen. Ja, warte, ich möchte aber erstmal hier ein paar Klamotten loswerden. Ich möchte nicht zu schwer beladen loslaufen. So, die Treppen, die werde ich nicht brauchen. Ein bisschen Kabel braucht man immer. Ein bisschen Dreck kann ich noch mitnehmen. Und ich brauche einen Satz neuer Werkzeuge. Dafür nehmen wir mal das Eisen, was nicht da ist. Welches Eisen? Ich mache dir gleich alles mit. Okay. Also Schwert brauchst du nicht, aber Spitzhacke... Jetzt habe ich schon. Okay. Ein bisschen Dreck wollte ich noch mitnehmen. Mir ist das sonst zu wenig, falls ich mich irgendwo hochbauen muss. So. Aber ein paar Fackeln kann ich mir machen. Brauchst du auch Fackeln? Oder hast du noch Fackeln? Hallo, Dark? Ja? Brauchst du auch Fackeln oder hast du noch Fackeln? Ein paar wäre nett. Ein paar wäre nett. Ein Helmchen. Und ich. Ja, den darfst du dir aussetzen. Der Proto sieht lustig aus bei mir. Ist hier auch bestimmt lustig aus. Proto sieht so richtig zugemurmelt aus. Ja, sieht fast aus wie so ein Fischglas hier, was man so vorm Kopf hat. Fackeln brauchst du also, gut. Ich würde sagen, wir nehmen uns einen Reiseofen mit. Ja. Ich meine, auf die Schnelle mal einen Ofen zu machen, ist ja eigentlich nicht das Ding. Dann nehme ich auch keine Kohle mit. So, ich habe dir ein paar Fackeln dahingeschmissen. So, dann werde ich jetzt auch mal meine Äpfelchen essen, weil ich nämlich auch nicht mehr ganz ungeschadet bin. Wie viele Äpfelchen hast du denn noch? Ich hatte 3 und bin nicht ganz voll gefuttert. Das heißt, ich werde auch nicht meine Leben regenerieren. Wie viel sagt die Zeit jetzt nochmal? 19 Minuten haben wir jetzt rum. Wir machen dann einen, dann würde ich sagen, wir machen dann einen Cut und dann machen wir eine neue Folge weiter. Ja, können mit wir der Höhlenerkundung. Okay. Machen wir diesmal ein bisschen eher. Ja, kein so. Ding. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann like das Video. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann dislike das Video. Die Entscheidung liegt bei euch. Aber auch nicht vergessen, hier in die zweite Perspektive wieder zu schalten, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und wie immer, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann lasst ein Abo da bei mir und Protos. Bis dahin, tschüss. Tschüss.